Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Wir haben in der letzten Folge genau 340 Lichtkeime gesammelt und kaufen uns nun davon die dritte Kraft. So, will Ihr Vater hier noch was? Nein, noch nicht. Okay. Was macht die Kraft denn? Okay, Kurtisane und Krieger und der bestimmt Alchemist und Krieger. Ja, okay. Dann halt Alchemist, gehen wir von links nach rechts und außerdem kann ich dann hier die beiden machen und gehe nicht dahin zum Krieger, dass ich dann wieder vor dem verschlossenen schwarzen Tor stehe, so wie bei der Kurtisane, weil das ist irgendwie so scheiße. Also kaufen wir uns hier was Atem von Ormas. Okay, da weiß ich nicht mehr, was man da machen muss. Ich kannte nur noch Flügel von Ormas und Schritt von Ormas, also diese Fähigkeiten. Doch, eine kenne ich auch noch, aber ich weiß nicht, ob das die ist. Ich glaube, das hier ist... Nein. Doch, ich glaube... Atem von Ormas war auch cool, das mit diesem Rennen, aber ich weiß nicht. Oh, ich denke schon wieder, ich muss von da machen. Nein, ich muss hier hingehen. Dann so. Können wir die fruchtbaren Gebiete in der Stadt des Lichts und im Tal betreten. Na dann auf. So, war das das mit diesem Rennen? Oder das andere? Wenn nicht, dann habe ich jetzt gespoilert. Egal, tut mir leid. Das war das Rennen, yeah. Die ist auch cool, die Fähigkeit. Schaut euch an hier. So, jetzt Atem von Ormas und bumm. Und dann müssen wir hier so ausweichen. Okay, es war die, okay. Was aber die Hand von Ormas macht, weiß ich nicht mehr, aber egal. So, also somit können wir in jede Richtung an der Wand hier langlaufen. So, jetzt nach hier oben, ja. Die Schwierigkeit ist halt nur immer auszuweichen. Aber sonst ist eigentlich alles cool. So wie halt bei dem Flügel von Ormas. Aber hier können wir selbst entscheiden, wo wir lang rennen. Das ist viel direkter und cooler und so, als wenn wir Elika unseren Weg bestimmen lassen. Wieder diese Vision. Du musst nur darum bitten. Bitten musst du. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Ihr wart tot? Ja. Ja? Ich war tot, jetzt nicht mehr. Gibt es ein Problem? Ich wollte das fruchtbare Gebiet erreichen, um... Und ihr starbt? Ja. Das fruchtbare Gebiet hatte versagt, schon bevor mein Vater den Baum spaltete. Oh, na gut, wenn das so ist... Der Baum zählte nicht. Mein Vater hatte das Siegel, das Ahriman hielt, bereits gebrochen, um mich zurückzubringen. Er hätte das niemals getan. Es war die Trauer, die... Er war ein Vater. Ich will das wieder gut machen. Ahriman darf nicht entkommen. Es ist nicht euer Fehler. Es war Ahriman. Hörst du, Ahriman? Wir machen das schon. Du wirst nicht entkommen. Okay, kurzer Schnitt. So, weiter geht's. Oh ja, viel Redebedarf bestimmt. Habt ihr so eure Kräfte bekommen, als euer Vater euch zurückholte? Wollt ihr die Kräfte noch immer? Ihr müsst nur sterben und die Welt gefährden. Dann könnt ihr das auch. Es ist nicht eure Schuld. Das macht es nicht besser. Ich dachte, wenn wir diese Länder heilen, bleibt er gefangen? Richtig. Wir müssen nur mehr davon heilen. Ahriman wird stärker. Der Tempel wird schwächer. Obwohl wir all diese fruchtbaren Gebiete geheilt haben? Wir müssen sie alle heilen. Solange nicht alle fruchtbaren Gebiete geheilt sind, solange kann er immer noch entkommen. Ein Brückenverkäufer würde hier das Geschäft seines Lebens machen. Erzählt mir mehr darüber. Wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter. Sonst noch was, auf das wir klettern können? Wenn ich sterbe, möchte ich an einem ganz anderen Ort wiedergeboren werden. Sollen wir mehr Lichtkeime suchen? Okay, also... Nichts. Das war keine Zukunftsvision, das war eine Vision der Vergangenheit. Sie war tot. Ihr Vater hat irgend so ein Siegel von Ahriman getroffen. Ja, 540 Lichtkeime, sage ich doch. Okay, ja, das werden wir wahrscheinlich nicht von den vier Licht... von den vier... ne, bekommen. Was soll ich jetzt sagen? Von den vier fruchtbaren Gebieten bekommen. So. Also muss ich doch offscreen einsammeln. Aber naja, also ihr Vater hat das Siegel gebrochen. Und damit kam Ahriman frei.
Und die ist dann weggelaufen und ihr Vater wollte nicht, dass sie wegläuft, und da kam wieder ins Spiel. Wir haben sie ja beim Wegrennen da getroffen. Und ja, jetzt wollen wir zusammen die fruchtbaren Gebiete heilen, damit Ahriman, ja, damit der Fehler sozusagen vom Vater ja, ausgeglichen wird, also rückgängig gemacht wird oder berichtigt wird, keine Ahnung. Auf euren Reisen, was war das Unglaublichste, das ihr jemals saht? Ich weiß nicht, da gibt es so vieles. Nennt mir eins. Was wollt ihr denn hören? Etwas, das euch den Atem verschlug. Gletschereis. Glänzend wie Diamanten. Ich sah Wände so hoch wie Türme. Dunkelblau und blendend weiß. Es brennt, wenn ihr es berührt. Es ist kalt, aber in eurer Hand brennt es wie Feuer. Einen kleinen Moment, dann ist es fort. Jetzt ihr, erzählt mir etwas von euch. Was denn? Oh, ich weiß nicht, wie wär's mit eurer ersten großen Liebe? Ich war nie verliebt. Niemals? Niemals. Wenn ihr noch nie verliebt wart... Ich habe darüber gelesen. Manche Dinge erlebt man besser persönlich. Jetzt ihr, erzählt von eurer Familie. Sie wurde getötet, meine Familie. Sie ist tot. Mein Beileid. Das ist schon lange her. Was passierte? Ein Krieg. Irgendwer gegen irgendwen. Wart ihr jung, als eure Eltern starben? Alt genug, um davonzulaufen. Mein Onkel nahm mich auf. Meine Eltern blieben zurück, um die Stadt zu verteidigen. Sie wollten mich nach dem Krieg abholen. Aber sie kamen nicht. Das war sicher hart. Menschen leben, Menschen sterben. Sie starben für die Sache anderer Leute. Okay, so auch ein bisschen Hintergrundwissen zum Prinzen. Das war natürlich, also das ist natürlich nur in diesem Universum und nicht in der Trilogie, aber naja. Eure Eltern starben mit Ehre, um andere zu schützen. Sie starben. Das Wie und Warum spielt keine Rolle. Jeder geht seinen Weg. Ich lasse nicht zu, dass Ahriman mich tötet oder euch. Jeder hat seine Rolle im Leben. Sagt das Ormast. Wo ist er? Wir können uns nicht freisprechen. Ach, geht mir weg mit diesen erlernten Floskeln. Habt ihr irgendetwas selber gelernt? Die Menschen sind nicht immer so, wie es scheint. Da habt ihr recht. Man kann keinem vertrauen. Doch, wenn man ihn gut kennt. Gilt das auch für euren Vater? Mein Vater spielte seinen Part. Nun wir den unseren. Diese Dinge sind größer als wir. Es muss doch auch in eurem Leben Dinge geben, die ihr nicht ändern könnt. Nun, der Himmel, das Meer... Aber man kann immer ändern, was einen persönlich angeht. Könnt ihr ändern, dass ihr hier seid? Das tun wir gerade. Ein Gott will entkommen und wir ändern das. Man kann alles ändern. Wenn das Leben gerecht ist, warum wird meins dann immer gefressen, zerkaut, ausgespuckt und von Kamelen zertrampelt? Ihr beraubt die Toten. Manchmal? Das ist die Antwort. Glaubt ihr, schlechte Dinge passieren nur schlechten Menschen? Elika... Ihr seid der beste Mensch, den ich kenne. Und seht, wohin es euch gebracht hat. Wie viele fruchtbare Gebiete gibt es noch? Versuchen wir gemeinsam, okay, heil hier rauszukommen. Sehr viel Hintergrundwissen jetzt hier, Background Information und so. Können wir mal rasten? Nur wenn ihr wollt, dass die Welt ins Dunkel fällt. Hey, Ahriman! Du wirst gleich verlieren! Ger. Gar nicht mehr lang. Oder so. Nur noch ein paar Gebiete. Und noch 200 Lichtkeime. Dann können wir zu jedem Gebiet und alle platt machen. Konkubine, Alchemist und Krieger, die noch übrig sind. Das Land der Ahura. Die Stadt der Ahura. Das Volk war einst über viele Länder und Städte verstreut. Das war ihre Hauptstadt. Ist ja voll cool. Man kann auch einfach so Tee drücken. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Ich dachte immer, es gäbe nur das. Es gibt wohl eine Menge, das ihr mir nicht erzählt. Da habt ihr sicher recht. Warum kämpfe ich den Krieg anderer Leute? Genau das wollte ich doch immer vermeiden. Ach, da soll ich lang, okay. Was nun? Ja, was nun da lang, Junge? Warum? Ach so, um zurückzukommen? Nee, da... Ich check das nicht. Da kann man auch einfach dann runterspringen, aber nö. Ich benutze jetzt die Ranken. Vielleicht... Keine Ahnung. Wenn man so voll Umwelt... Nee. Das macht keinen Sinn, wenn man umweltfreundlich ist, dann macht man das ja genau nicht, wenn man umweltfeindlich ist. Ach ja, damals, da habe ich mich auch mal
drüber, keine Ahnung, philosophiert, ob das... Aber ich glaube, es heißt umweltfeindlich und nicht unumweltfreundlich, oder? Auf jeden Fall macht es mehr Sinn. Naja. Okay, wo sind wir? Wir sind doch im Gebiet von dem Alchemisten, stimmt. Ja. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wie heißt denn das Gebiet? Habe ich immer noch nicht geguckt. Bauplätze, das Tal, okay. Und da kommt die Musik wieder. Geil. Einfach nur mal kurz Tabulator drücken und dann nochmal Tabulator und schon kommt Musik. Das finde ich doch schön. Ja, okay, hier lang. Mal gucken, ob wir noch hier so ein paar Lichtkeime treffen, die wir nicht einsammeln konnten und jetzt einsammeln können, weil wir jetzt ein paar mehr Kräfte haben. Oder irgendeine Kraftplatte finden, die wir benutzen können. Aber ich glaube nicht, weil wir jetzt gleich weitergehen zum nächsten Gebiet. Also, das war's. Ah, die Stelle kenne ich auch noch, als da hinten, als da rechts jetzt hier diese beiden Lichtkeime drin waren. Ja, ja, die Erinnerung kommt zurück. Ist das nicht schön? Damals. Naja, und wenn jetzt schon hier Krieg der Herr der Ringe gekommen sein sollte, dann könnt ihr ja auch mal sagen, wie ihr es findet. Cool, bestimmt. Oder so. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Wir müssen uns ja immer noch einigen, wer wen spielt. Haben wir natürlich schon längst schon, wenn ihr das seht, aber bei mir eben noch nicht. Ich bin in so einer anderen Zeitzone, wisst ihr? Okay, noch wird's nicht hier grün, dunkel, grün, grün, dunkel, aber bald. Okay, ja, hier waren wir vor allem noch nicht, glaube ich, oder? So ein kranker Rotor. Oder Rotorblatt, eher gesagt. Oder doch, hier waren wir schon. Aber ich habe alles jetzt hier wieder vergessen. Nee, sieht so aus, als ob wir hier gerade hinkamen und dann da lang gegangen sind. Aber nein, sind wir nicht. Okay, hier lang. Ach so, hier. Okay. Hochklettern. Ja, stimmt. Ja, hier waren wir. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Es ist meine Lightshow. Okay, weiter hoch. Und dann sind wir oben. Hey. Nein, hä? Jetzt, was jetzt? Können wir da hoch? Nee, zurückspringen? Ich vertraue dir mal, ne, Elika? Ah, okay. Ah, nee, hier war doch der Jäger, oder? Nein, Alchemist. Oder haben wir irgendwo anders... Ja doch, hier war eigentlich der Alchemist, aber wo haben wir hier nochmal gegen den gekämpft? Und keine Ahnung. Da sind nicht kämpfen, vielleicht sind wir ja jetzt da lang. Hä? Sollen wir da lang? Nee, jetzt... Wollte... Die will mich verarschen. Die will mich ganz klar verarschen. Gehen wir hier lang. Ja, der geht da lang und dann wieder weg, ey. Hä? Wo soll ich jetzt noch... Nee, jetzt nochmal... Jetzt also wirklich jetzt im Klartext hier. Moment. So. Der teleportiert sich weg. Ich... Hä? Was ein Fail. Bug. Jetzt kommt gar keiner mehr, weil es sich gleich weg teleportiert. Ja, wie jetzt? Gehen wir doch hier lang. Wo ist denn der dann? Wo teleportiert er sich hin? Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Oh ne, ich muss einfach geradeaus eigentlich. Oder irgendwie auch nicht. Kannst du das durchschlagen? Nee. Ey, hä? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal da lang. Aber wie komme ich da hin? Nee, so komme ich zurück dahin. Hier außen rum, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Probieren wir es doch mal. Yeah. Oh, ja toll. Ich komme nicht mehr weg jetzt, oder was? Wieder streng sein. Wir müssen jetzt weiter. Wenn das dich nicht immer wegteleportieren würde, wäre das auch cool. So. Wohin? Wohin? Die will, dass ich da zurückgehe. Ey, wie... Ich finde mal raus, wie wir das da machen und wir treffen uns dann irgendwo wieder. Also, bis dann. Bam.